So, hi, es ist genau gekommen, als ich reingelaufen bin. Ich werde das war ein Pokémon zum Fangen dann. Ah, du guckst schon ziemlich böse, weißt du das? Ja, weiß er. Hi, schön dich zu sehen, Ghastly. Schön, dass du mal wieder da bist. Lust, umgeboxt zu werden. Ich habe da ganz wilde Reize, die nur darauf warten, sich in 1000 Stücke zu reißen. Und Pepek war nur mit Crit richtig stark, ne? Das ist nur noch ein physischer Angriff von dem... Wow! Du hast 100% Trefferwahrscheinlichkeit, oder? Bevor wir jetzt irgendwelche Shenanigans anfangen. 100. Okay, das heißt, du triffst, du besiegst, alles easy. War kein Speed-Tie, völlig entspannt. Oh, Knicklicht. Ach, kommt gerade nicht aufs nächste Level. Naja, okay, gut. Dann, wechseln wir kurz nochmal zu Pudox. Wie geht's dir so? Du guckst weiter in bösere Dreien? Ja, mach halt. I don't fucking care. Ich gehe einfach wieder. Wenn ein Porträt ankommt und meint, dann gehe ich halt. Porträts sind so schon komisch. Ich meine, gerade die gemalten. Muss jemand Stunden dastehen und lächeln auf einem Foto. Damit das funktioniert. Oh, und das reicht nicht mal. Nice. Mit Giovanni hätte ich einen fangen können. Gut, macht Sinn, weil er Spezialangriff ist. Das ist bei Nebula gar nicht mal so stark dann schon wieder im Vergleich. Aber Wesen mit Föhn denn von Eier weiter trainiert. Einer, der sich über dieses Gruselhaus freut. Übrigens, solche Bilder da rechts unter mich. Es guckt mich einfach an. Du kannst nicht durch Wände durchgucken. Ja, fucking dammit, fucking Kara-Imitation. Und du hast dich auch noch erschreckt, du scheiß Grünhaar-Typ. Ob ich Angst habe, nur so ein kleines bisschen. Ich bin leicht in Angst zu versetzen, okay? Ich brauche so einen zweiten Typin, der beste Typin neben mir. Dann habe ich keine Angst, weil Beschützerinstinkt. Weil ich ja der große Typ bin, der aufpassen kann. Aber wenn ich alleine irgendwo bin, naja. Das muss ja jetzt nicht sein. Sag was mal so. Okay, Psybeam um 4 verringert, das geht in Ordnung. Wir kommen hier schon noch irgendwie raus. Auch ohne irgendeinen zu verlieren. Solange jetzt nicht jemand in meiner zweiten Reihe des Teams zusammenschlägt, ist das völlig entspannt. Wobei wahrscheinlich sogar mal den EP-Teil von Ferdinand von Eier weggeben sollten und dann vielleicht mal ganz zufällig. Der Fernseher wird gruselig, er scheint einen anzustarren. Ja, nicht nur der Fernseher. Alles starrt einen hier an. Sogar die toten Ghastlys, die so schön zu meinem Team gepasst hätten. Dreadplate? Auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Die Kraft besiegter Giganten speist diese Tafel mit Energie. Okay, stecke ich in meine Hosentasche und gehe wieder weiter. Während die Riesengiganten weiterhin Energie raushauen wollen. Ich nehme an, das Rotom war wirklich ein Legendary Encounter. Ich meine, ich habe gerade random einen Rotom gesehen. Das war genau dann, wo ich in die Türreihe gehen wollte. Das war ein Legendary. Schade. Hätte ich wahrscheinlich fangen dürfen. Aber ich mache nicht die Regeln. Gut, es ist eine selbst auferlegte Regel-Ding. Ich mache literally die Regeln. Aber ich habe es erstmal so aufgelegt. Zählt damit dazu, wenn ich nicht eindeutig erkenne, dies ist ein Pokémon, was man fangen kann und nur einmal fangen kann. Ja, dann kill it with fire and get your XP. Sagen wir einfach, ich habe es aus Versehen umgebracht, okay? Das hört sich sogar noch besser an. Und eindeutig, wahrscheinlicher bei allem, was ich bisher getan habe. Hey, Freunde von iOS Level 15. Und mein erstes entwickeltes Pokémon. Ja, nice. Okay, und hier... Oh, nochmal ein Item. Na gut. Wenn man da einmal durchguckt, wir sollten wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen in den Müll mit reinschauen. Auch da könnte man immer wieder irgendwas weggehauen haben. Die Option besteht. Ich bin hier reingekommen, um Pokémon zu sammeln. Und habe 2 von 2 getötet. Das ist der Grund, warum ich keine Freunde habe. Ich bringe die immer aus Versehen um. Und warum ist Payback immer ein Crit? Ich habe echt kein Glück mit den kritischen Treffern gegen mich. Wobei bei Fönnen von Eier hatte ich mehr als genügend Glück gegen seinen Kadabra. Also wenn da was passiert wäre, oh boy, oh boy, oh boy. I would have been dead. So, okay, Rare Candy. Dankeschön. Das heißt, wenn ich irgendwo mit vor dem nächsten Boss bin oder so, nächsten Arena-Leiter, und denke, gut, mit einem Pokémon brauche ich jetzt nochmal ein Level Up, um sich zu entwickeln. Na, dann gönn ihm. So, werden wir es erstmal sparen. Haben wir uns ja auch hart erkämpft. Mit einem toten Geistchen. Ich hätte ihn Weißbrot genannt. Geist, 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 Weißbrot. Und es wäre Weißbrot 5.0 gewesen. Weil man diese Durchzählmethode ja weiter beibehalten muss.
durch alle Spiele hinweg. Ich sage euch, wenn ich immer kein Pokémon mehr spiele, werde ich so bei Weißbrot 10.0 sein. Das ist ein bisschen wenig, so 100. Vielleicht kann ich auch einfach mit der 69 aufhören. Egal, despite this, wir suchen hier trotzdem, wenn wir rauskommen, wir haben noch 4 PP, das heißt, mein Weg, den ich jetzt nehme, ist einfach schnurstracks geradeaus hier raus. Wir sind immer noch 6 Level drüber, bis auf Shinux, was wir dann wahrscheinlich wirklich einfach bei so ein paar kleinen, exakt, Knospis trainieren werden. Das waren ja auch immer 80 Erfahrungspunkte, die kann man sich mal gönnen. Dann hast du 2, 3 Knospis und dann ist es zumindest Level 20. Ich weiß halt leider nicht, wann er sich zu Luxtra weiterentwickelt. Ich vermute, es ist irgendwie so um die 30 oder so. Dann ist es richtig stark. Aber bis dahin müssen wir es halt irgendwie erstmal durchcarryen. Und ich sollte mir tief in meinen Gedanken festmachen und klar machen, nein, noch ist Luxtra kein meistergeiler Carrier. Noch ist einfach nur tot. Was machst du hier? Hi. Hallo da, hast du auch die vielen Gerüchte gehört und bist du deshalb hierher gekommen? Du weißt schon, die Gerüchte über das Geist-Pokémon der alten Villa. Ich habe auch Gerüchte über unheimliche Schatten gehört. Ich würde ja selbst hineingehen, aber das ist... weißt du, ich bin nämlich ein Arena-Leiter. Ich bin immer sehr beschäftigt. Und da ich so beschäftigt bin, schaffe ich es nicht, in die Villa zu gehen. Deswegen stehe ich hier und gucke sie einfach nur an. Das liegt aber nicht daran, dass ich Angst habe oder so. Also viel Erfolg, wenn du die Villa erforschst. Ich kam da gerade raus. Woher willst du wissen, dass du, Mrs., ich teleportiere mich kurz weg, nicht selbst ein Geist bist? Ha? Oh, fuck, hier nicht reinrennen. Okay, nevertheless. Das Rotom war ein Face-Effect-Encounter, ein richtiger, und ich habe nur Rotom bisher noch nie gefangen. Dann setzt sich halt meine Rotom nicht Fang-Serie weiter fort. Wer braucht schon Rotom? Mein Geist Elektro, wir haben Elektro schon und viele meiner Pokémon sind tot als effektiv Geister, also haben wir da nichts verloren. Außer also vielleicht die Chance, Schnurrgast zu besiegen. Aber ansonsten gar nichts. Das war auch 1:1 so geplant, das so zu machen. Trust me. War ja auch Free XP, die wir uns da gönnen konnten. Oh, hi. Big Uff ist back. Er will mich auch nochmal haunten, so kurz bevor wir uns nochmal den Boss da drinnen stellen. Oh, scheiße, Mann. Okay, Sparky, auf geht's. Ich glaube, bevor wir jetzt... das Let's Play hier dann auch noch, sehen. Nicht das Let's Play beenden, die Session beenden werden, würde ich gerne nochmal den Boss zusammenschlagen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber wir werden da nochmal reingehen, denn ganz ehrlich, wenn ich den jetzt nicht schaffe, will ich auch beim nächsten Mal nicht schaffen. Und, oh, komm schon. Das heißt, wir nehmen uns die Erfahrungspunkte einmal mit. Und wenn ich den Boss nicht schaffen würde, wäre halt ansonsten die nächste Session ein, ich nehme auf, ich sterbe, vorbei. Langweilig. Deswegen nehme ich jetzt auf, sterbe jetzt und es ist vorbei. Und dann weiß ich, dass es gut ist und ich halt gegen einen Schnurrgast verloren habe. Wobei, wir werden nicht verlieren. Ich meine, wir haben ein starkes Team. Zumindest Nut ist still going strong seit Beginn des Ganzen. Und ich nehme stark an, dass er nicht sterben wird, bevor er es nicht geschafft hat, ein Empoleon zu werden. Auch Harambe in Schwert und Schild ist noch seine große, starke Affenform geworden. Spoiler übrigens für Nuzlocke, Schwert und Schild, wer das hier gerade sieht. Deswegen auch er wird das hinbekommen, das heißt, ich werde jetzt nicht sterben lassen, dann passt das so. Bam, knickt nicht Level 20. Easy. Und für den von Eier nochmal ein Level? Leider nein. Das Problem ist mit den entwickelten Pokémon, dass sie sehr, sehr langsam leveln. Das heißt, jetzt für den von Eiern nicht mehr so gut hinterherkommen. Wir könnten noch Schalelos leveln. Ich meine, zumindest versuchen, auf dasselbe Level zu kriegen, ist eine Option. Aber ich denke, für den von Eiern darf gern noch 25 oder so werden. Damit er dann halt so hoch ist wie anderen oder vielleicht sogar ein bisschen höher. Und dann drin bleiben. Ich meine, Schalelos wird halt zu Gastrodon, dann halt Bodenwasser. Das ist schon sehr, sehr geil. Weil er halt nur noch Pflanze als Weakness hat und dann ziemlich gut, so ziemlich alles stompen kann. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Und dann auch noch am besten Water Absorb als Fähigkeit. Und er ist sogar ein ESC, also Weltkampf-Pokémon, was da sinnvoll mit zusammenschlagen und kämpfen kann, was selbst da gern eingesetzt wird. Und auch da Teams sweept. Und wer in der World Championship Teams sweept, der wird auch bei mir Teams sweepen können. Hoffe ich mal, sehr stark für ihn. Deswegen ist er ja im Team. Momentan in der zweiten Reihe guckend, aber dann schon mit dabei sein. Kann ich noch irgendwas machen? Beten, hoffen und brain. Kann mir auch einfach das Item schlawinern.
Upgrade. Nice. Und dann gehen, würde ich sagen. Kommen wir nicht raus. Wie? Können wir einfach die beiden Pokémon nehmen und abhauen? Hi. Was hat die Galaktik noch vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Was willst du damit erreichen? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon... genau, was willst du denn? Die Pokémon befreien. Ja, klar. Als ob ich das erlauben würde. Ich, Jupiter, kümmere mich persönlich um dich. Können wir vielleicht Labelle von unten noch mit nach oben nehmen? Und da kommt das Gangtank. Oh, fuck, ist das auch hart. Level 21. Ich habe kein Kampf-Pokémon. Das wäre auch ungünstig hier. Ich habe keine Fee, weil es sie noch nicht gibt. Kann ich irgendwas machen? Sparken, I guess. Spark in dein Gesicht! Okay, Dieb. Gut, dass ich kein Item habe. Alter! Hast du schon mal darüber nachgedacht, das nicht zu tun? Ist das scheiße tanky. Okay, aber das können wir schaffen. Wir haben die X-Dinger mit. Das war für das Pokémon hier nicht das Beste, aber wir haben doch hier Crit Ratio erhöhen. Wir haben Guard Spec. Accuracy, Special, Speed. Wir haben nicht die Option, ihm mehr Verteidigung zu geben. Schade. Du hast immer noch nicht allzu viel Verteidigung, ne? Das war das Hauptproblem, dass du ziemlich leicht zusammengeschlagen wirst. Du hast irgendwie 25 Verteidigung. Genau. Während alle anderen von euch wesentlich mehr haben. Du hast 37, das ist doppelt so hoch, du hast 35. Beide doppelt so hoch. Pi mal Daumen. Wie sieht es mit meinem neuen Füllen von Eier aus? 10. Okay, im Nachkampf stirbt Ferdinand einfach. Er geht einfach hops, er fällt um und dann war es das mit ihm. Schön. Das eine ist das längste Leben, was er hatte, was ein HP-Leiste, die runtergeht. Aber das heißt, dass Nutnut, dass sie eigentlich gut hinbekommen sollte. Go, go, get him, Nutnut! Da kommt der nächste Dieb. Auch du sollst kein Item haben, wenn ich das richtig rechts sehe. 20 Schaden. Das wollte ich hören. Das und nichts anderes. Das heißt, das kannst du mal wunderbar aushalten. Und wie wär's, wenn ich einfach mal so, keine Ahnung, einen Dire-Hit gebe? Raise the critical ratio greatly once and wears off. If the Pokémon is withdraw. Okay, das heißt, es hält an. Bringt erstmal ein bisschen mehr Crit-Ratio da rein, ne? Denn Rationen sind gut. Au. So, danach haben wir hier genügend Heilmittel geholt. Wir stacken uns einfach schon vorhin auf. Nein, 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 nein. Scheiße, ich hab den falschen geheilt. Not, not. Okay, das war ein hartes Rip. Das war ein richtig hartes Rip. Scheiße! Okay. Jetzt nicht trauern. Wir machen das wie in der Fahrstufe. Wenn du überfahren hast, nicht daran denken, dass du überfahren wurde, sondern einfach weiter gucken. Wir haben hier ein Ex-Special noch. Das erhöht logischerweise meinen Spezialangriff. Das ist erstmal unwichtig hier, weil ich da kein Damage mache. Speed ist auch egal. Cruise wäre eine Option, Guard Spec ist egal. Was ich eigentlich viel wichtiger machen wollen würde, wäre das... Fuck, ich habe Poison und nicht Sleep Powder. Okay, Gast ist physisch oder spezial? Okay, Moonlight, du kannst dich selber immer noch heilen. So, das heißt, erst was wir machen, ist, wir erhöhen deinen Spezialangriff. Du musst das jetzt sweepen. Sorry, dass ich all meine Hoffnung auf dich lege, Giovanni, aber du musst das jetzt sweepen. Tut mir leid, das war mein Fehler. Wir haben Nutnut verloren wegen einer maximalen Dummheit von mir. Thief ist okay. Du kannst dich selber mit Moonlight regenerieren. Das heißt, ich setze erstmal Moonlight ein. Wir sehen, wer schneller ist. Er ist schneller. Ungünstig. Aber okay, damit können wir arbeiten. Moonlight sollte mich auch innerhalb des Hauses um Hälfte heilen. Das heißt, es ist wieder hoch genug, um angreifen zu können. Das ist okay. So. Das heißt, jetzt machen wir mal eine Gast und schauen, wie viel Schaden das macht. Hier kommt der nächste Thief, das sollten wir überleben. Das ist wieder so 20 Schaden, wunderbar. Nächster Gast, rein da. Wir waren bei 50, ne? Das heißt 25 Schaden. Okay, das macht absolut gar keinen Damage. Ungünstig. Aber du musst nochmal einen Schlag aushalten. Wenn ein Hyrule kommt, bist du aber tot. Aber du musst den Schlag aushalten, weil du ansonsten fast tot bist. Das hier macht keinen Schaden, weil er immun ist. Poison Power macht es nicht, weil er immun ist, also hast du nur Gast. Du kannst nur gästlich damit rumschlagen. Das sind wieder 20 Schaden. Hoho! Oh, er hat noch eine Citrus Berry!
da schon mal drüber nachgedacht, das einfach nicht zu tun. Geh, Giovanni, Heilung. So, nimm dir, gönn dir. Wir haben davon ein bisschen was, trink so viel, wie du willst. Okay, Faint. Was war das nochmal? Weniger Schaden, das ist okay. Wir haben noch 33 Mal Gas, das sollte ausreichen. Die Frage ist, ob meine Heilung ausreicht. Oh, das macht doch nicht so viel. Aber ja, das hat auch gerade nochmal geholfen. Das heißt, ich kann das nicht verschwenden. Ich muss das nochmal aushalten. Ich muss dir jetzt Stückchen für Stückchen überleben. Sorry, Giovanni, ich will das nicht. Aber ich muss das tun. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Nächste Super Potion. Ich habe leider auch keine Critical Hit Erhöhung mehr für dich. Die wurde leider gerade absolut gewastet. Passiert. I'm sorry. 10 out of 10. Mein Fehler. Wir halten doch für Nut nur die Trauerfeier ab. Keine Frage. XQ bringt nichts, Speed bringt nichts. Okay, gut. Es kommt noch. Speed könnte noch was bringen. Aber wir versuchen erstmal weiterzugehen. Erstmal muss Gang Tank weg. Das ist jetzt Problem Nummer 1. Das macht ziemlich viel Schaden. Crit! Oh. Alles klar. Leben noch. Wir haben 29 Leben. Das heißt, wir müssen wieder heilen. Das könnten wir sogar mit einem. Wenn ich eine Potion mache, dann bleibt es bei 20-20, ne? Okay, komm, wir geben mal Potion. Mal sehen, was er macht. Wenn es entweder gleich runtergeht, wieder auf 20 oder na, dann halt. Super Potion. Ja, okay, gut. Never mind, das wird nix. Dann Super Potion. Wir haben noch 5. Oh, das ist das erste Pokémon. Aber den Rest können wir Psybeam einsetzen. Das ist der einzige gute Vorteil. Und Knicklicht ist wieder voll. Silver's positiv! Ist nicht sein Ernst. Egal, der ist schwächer. Das ist okay. Gast. Macht kaum Schaden. Das ist zwar okay. Jetzt, nächste Psybeam. Jetzt sind wir sogar schneller. Das heißt, wir können auch wunderbar dann unsere Heilung einsetzen und Hidden Power. Okay. Kein Feuer. Kein Psycho. Kampf von mir aus gern. Super Effective. Macht keinen Schaden. Nice. Und wir sind schneller. Das heißt, wir nutzen das jetzt für den Moonlight Shadow. Weil er kein Damage macht, wir uns heilen können. Hiding in the Moonlight Shadow. Du. On the set of the night. Far away from the other side. Aber wenn ich nervös bin, fange ich an zu singen. I'm sorry. Okay, 42 Leben, das ist die Antwort. Psybeam ins Gesicht. Und danach können wir wahrscheinlich nochmal. Oh, ich kann recover. Scheiße. Okay, das heißt, wir müssen ihn so hart wie es geht wegballern. Warte, never mind. Poison Powder in dein Gesicht. Falls er stirbt, haben wir danach immer noch Knicklicht, der dann so ein bisschen mitmachen könnte. Okay, recover. Jetzt ist er wieder voll. Ist okay für mich. Er kriegt das regelmäßig durch Giftschaden. Er ist leider nicht Toxin. Das wäre jetzt auch nice, weil dann würde er auf jeden Fall tot ticken. So passt aber auch. So, nächster Psybeam. Rein da. Scheiße, Nut. Okay, so, Hidden Power. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal wieder heilen. Das ist übrigens definitiv kein, wie heißt es? Speed Tie. Definitiv nicht. Weil ansonsten würde er halt mich hier problemlos, hätte ich schon ein oder zweimal langsamer sein müssen. Bin ich nicht. Ich bin definitiv vorne, was die Geschwindigkeit angeht. Der ist hört bei Poison. Heißt, jetzt können wir rausballern. Psybeam ins Gesicht. Bam! 1 von 3 haben wir. Okay, in diesen 3 gegen 3. So, wir sind jetzt gleich aufgeschlossen. Sehr schön. Fernand von Aya. Level 16! Hey! Der lernt singen. Nice! Das kann mir auch nochmal den Arsch retten. Das ist, das heißt Refresh, würde ich sagen, für ihn. Double Slap, Echoed Voice. Dann für Sing. Weil du bist eigentlich ein Tank, auch wenn du keine Defense hast. Aber vom Leben her bist du ein Tank. Das kannst du erstmal wegbekommen. Wenn du dann einmal singen kannst, kann das deinen Arsch retten. Auf tausende von Jahren. Dann kommt das Gang Tank weg. Okay, wir sind immer noch langsamer. Aber wir sollten uns überleben. Das heißt, wir können jetzt den Gast raushauen. Und er sollte vielleicht sogar umfallen. Okay, nächster Thief. Ach, Scheiße, komm schon, voll umfallen. Fall einfach um. Geh einfach hops. Yes! Kein Finalschlag. Sehr, sehr gut. Giovanni Level 23. Giovanni. Und jetzt noch das Super. Skunk Tank war sein höchstes. Jetzt nicht cocky werden. Der hat Flügelschlag. Der hat definitiv Flügelschlag. Ich weiß nicht, ob Knicklicht das aushält. Das heißt, wir machen das ganz einfach. Wir schwenden nochmal so einen Supertrank raus. Ist okay, wir haben jetzt eh ein paar Trainingseinheiten vor uns. Die Brücke runter, tralala. Heute ist Niklaus Abend da und so weiter. Okay, damit können wir leben. Und dem Psybeam ins Gesicht. Wir sind schneller, ist okay. Sollte tot sein. Yes!
ganz schön zäh. Macht aber nichts, unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Maß hat Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alten Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also, kommt, mir gesagt, nie wieder in die Kläre. Klar, das ist meine letzte Warnung. Ich hab mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst. Was wollen... Ah, Pipi macht Sinn. Was wollen die mit Haspirohr? Aber die ist Team Galaktik. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, her damit! Also was für eine krude Logik. Als käme sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei, wenn du in der Nähe bist, ja? Ja. Ja. Erstmal müssen wir wieder rauskommen. Ich hatte ja gehofft, dass sie mich hier raus teleportieren. Also ich hatte es wirklich gehofft. Aber wir haben ja noch ein Fluchtseil. Was genau macht Fluchtseil? Das bringt mich doch zurück. Use it to... Ja, okay. Kann ich das hier benutzen? Scheiße. Scheiße! Okay, meine Damen und Herren, wir haben gerade ein sehr, sehr großes Problem. Wir haben ein viel zu großes Problem, zu sagen, dass wir es ignorieren können. Ich habe kein Pokémon mehr, was Zerschneider kann. Gar keins. Und die Büsche sind noch da. Das ist belastend. Ich hab's doch noch gesagt, nun darf nicht sterben, genau deswegen. Help! Kann mich irgendjemand hier rausholen? Hilfe! Irgendjemand! Scheiße! Okay, also, ehrlich gesprochen, Real Talk, hätten wir genau jetzt verloren, weil wir haben kein Pokémon dabei, was das Schneider kann, wir haben uns gesoftlockt, heißt, ne, wir kommen hier nicht mehr raus, weil Nut ja nicht mehr da ist, ich nicht mehr zur Schneider einsetzen können und ich deswegen hier nicht mehr rauskomme. Die benutzen alle ihre scheiß Pokémon, um hier weiterkommen zu können. Habe ich noch ein Item? Ich habe wahrscheinlich auch keine Fähigkeit, die mich zurück... habe ich irgendwie Graben oder so? Schaufler als Item? Stealth Rock, Rock Smash? Habe ich nicht. Wird auch keiner von euch einsetzen können. Hast du Schaufler irgendwie? Bitte? Mudsport, Harden, Water Pulse, Mudslap. Nein. Ja, ne? Das heißt, wir sollten hier einfach verhungern und sterben. Weil ich auch hier jetzt das nicht benutzen kann. Ne. Okay, das teleportiert mich nicht zurück zum Pokémon Center, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Wie es jetzt meine Rettung wäre. Entwickelt sich zufälligerweise knickt nicht auf Level 21 weiter und kann danach zur Schneider lernen. Das wäre die andere Option, wie ich hier noch rauskommen könnte. Auf legale Art und Weise. Kampfkamera, Karte, Modekoffer, Tagebuch, hilft mir alles nicht. Ich sehe das Pokémon Center doch schon unter mir. Ich muss doch da nur durch. Warte mal. Wir schauen mal ganz kurz, ob vielleicht Luxio Zerschneider lernen kann. Luxio. Luxtra heißt es ja dann, ne? Erstmal, welchen Level sich überhaupt weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, die erste Frage, die wir klären müssen. Level 30. Okay. Wir haben keine Pokémon mehr hier drin. Das heißt, da können wir auch nicht durch. Okay, das heißt, ich muss ehrlich gestehen, wir haben jetzt hier in diesem Moment eigentlich den Nuzlocke verloren. Wir drehen es jetzt aber so. Mein Plopprin, Blieprin, mein Nut wird mit letzter Kraft, ich nehme die toten Körper meines Nutnuts, warte bis, hebe einen Arm hoch, den rechten, der nach oben bollert und warte, bis die Totenstarre eingesetzt hat. Und dann nehme ich meinen Nut und schlage damit diesen Scheißbaum zugrunde. Mit allem, was ich habe. Und dann stoppt auf einmal die Melodie. Passiert. So.
Mind Games 2.0. Und das heißt, ich habe mit Nutnut, mit dem toten Nutnut, diesen Baum zusammengeschlagen. Es tut mir leid, Nutnut, ich musste seine Leiche noch schänden, um da wieder rauszukommen. Es tut mir leid. Und Nutnut, er war von Anfang an mit dabei. Er war der größte Kämpfer, er hatte großes Feuer bestimmt. Ich habe einmal gesagt, er darf nicht sterben. Ich habe einmal gesagt, er wird nicht sterben. Wieso sollte er? Mein großer Nutnut. Er wird es schon schaffen, ein Napoleon zu werden, aber sein großes Ziel, aus dem Nut ein Nut zu machen, hat er nicht geschafft. Und so müssen wir ihn nun seinem Tode überlassen. Seinen Körper geschändet, von toten Baumstücken übersät, wird er nun als Dünger dienen. Und ich kann nur hoffen, dass ich nie wieder das Schneider in diesem Spiel brauchen werde, weil wir sonst echt am Arsch sind. Und damit, scheiße, Nut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wenigstens gefallen. Wenn dem so war, dann sagt mir doch bitte Bescheid, wenn ich, wie immer, Feedback lieben gerne in die Kommentare. Dann adios, amigos, und hoffentlich auf Wiederhören.